Heute geht es um das Thema geistiges Heilen durch die Theta-Technik. Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Wecke die weibliche Urkraft in dir, deinem Podcast für Heilung, weibliche Spiritualität und die Rückverbindung zur Urquelle des höchsten und reinsten Seins. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, heute geht es um die Theta-Technik. Und dafür ist es ganz gut, ein paar Dinge vorher zu wissen, also ein paar Grundbegriffe zu kennen. Und die will ich dir jetzt total gerne erklären. Vielleicht fragst du dich, was geistiges Heilen ist. Also geistiges Heilen ist so, dass du dabei, wenn du das gelernt hast, für andere Menschen oder auch für dich selbst in der unsichtbaren Welt, manche nennen das geistige Welt, andere nennen das die Anderswelt, ja, energetisch für Menschen arbeitest, also wenn da ein Problem ist, sodass man dieses Problem auflösen kann. Und da gibt es verschiedene Techniken dafür, unter anderem eben die Theta-Technik. Und Theta-Technik heißt deswegen Theta-Technik, weil man dann mit den Gehirnwellen, mit dem Gehirn, mit dem ganzen Sein in einem kohärenten Alpha-Theta-Zustand ist. Und dieser kohärente Alpha-Theta-Zustand ist eben ein Gehirnwellenzustand. Und deswegen möchte ich dir erstmal erklären, welche Gehirnwellenzustände wir so insgesamt als Menschen haben. Da fangen wir an mit dem Gamma-Zustand und das ist immer dann, wenn du so einen Aha-Moment im Tag hast, ne? Wenn dir wie so ein Geistesblitz was durch den Kopf hüpft und ja, du das Gefühl hast, bam, dein ganzes Gehirn leuchtet plötzlich auf und es ist sonnenklar, was gemeint ist. Zum Beispiel, da geht jetzt dein Weg lang, ne? Der nächste Zustand ist dann der Beta-Zustand. Und der ist so, das ist der ganz normale Alltagszustand, ne? Wenn du mit jemandem redest, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Podcast anhörst, wenn du in der Bahn unterwegs bist und dich mit jemandem dabei unterhältst. Also alles, was so ganz normale Alltagstätigkeiten sind, fallen darunter. Dann gibt es eben noch den Alpha-Zustand. Das ist der nächste, der nach dem Beta-Zustand kommt. Und das ist, wenn du entspannt bist, ne? Also wenn du zum Beispiel dich hinlegst und so ein bisschen tagträumst, wenn du Musik hörst oder wenn du wirklich ja, draußen auch im Rasen in der Natur bist und mal so deinen Gedanken nachhängst. Der nächste, wenn man da tiefer geht in die Entspannung, das ist dann der Theta-Zustand. Und das gehört wirklich zur tiefen Entspannung, ne? Also wenn du zum Beispiel dich ganz bewusst hinlegst und eine tiefen Entspannung machst mit einer schönen Musik oder wenn du dich in die Meditation begibst, ne? Also überall da, wo du in so einen tieferen Zustand von Verbundensein, von Entspannung einfach gehst. Und vielleicht kennst du das ja, dass du in diesem Zustand dann auch offener bist für Informationen, die dann aus der geistigen Welt zu dir kommen, ne? Wo du sonst vielleicht im Alltag ganz verschlossen dafür gewesen wärst, weil es einfach nicht zu dir durchgekommen ist oder nicht durchkommen konnte. Nach dem Theta-Zustand gibt es noch den Delta-Zustand und das ist dann der Tiefschlaf und auch die Bewusstlosigkeit. Also das ist dann was, wo du nicht besonders viel mitbekommst, zumindest nicht bewusst. Und jetzt möchte ich dir nochmal erklären, was genau ein kohärenter Alpha-Theta-Zustand ist. Also kohärent bedeutet einfach, dass es ein Zustand ist, der gleichschwingend ist, der geordnet ist. Und Alpha-Theta bedeutet ganz einfach, dass in dem Moment oder in dieser Zeitspanne hauptsächlich Alpha- und Theta-Wellen vorrangig sind in deinem Gehirn. Es ist nie so, dass alle Gehirnwellenzustände gleichzeitig in deinem Gehirn da sind, sondern dass es immer nur einer vorrangig. Oder in dem Fall von einem kohärenten Alpha-Theta-Zustand sind es eben Alpha- und Theta-Wellen, die dann eben da sind. Und dieser Zustand ist eben ein ganz, ganz besonderer Zustand, weil man in dem Moment dann sehr, sehr klar und wach und präsent ist und gleichzeitig sehr empfangsbereit für diese ganzen Informationen aus der Anderswelt. Er ist auch deswegen ein besonderer Zustand, weil er antrainiert werden kann, ne? Also du kannst das auch üben und dadurch bist du dann offener für diese ganzen Informationen, die dich in deinem Leben anleiten und unterstützen können. Generell ist es so, dass diese ganzen Gehirnwellenzustände von jedem Mensch auf ganz natürliche Art und Weise durchlebt werden. Und zwar immer dann, wenn wir morgens aufwachen und abends, wenn wir dann wieder einschlafen. Und ich nutze einfach diesen kohärenten Alpha-Theta-Zustand, um
für dich, für andere dann eben zu arbeiten, beziehungsweise mit Klientinnen zu arbeiten. Ne? Ich möchte das heute auch erklären, was Theta ist oder beziehungsweise Theta-Technik ist, weil es auf meinem YouTube-Kanal ab sofort viele, viele Theta-Sessions geben wird. Auch eben zum Thema Geld, ne? Also wie Frauen zum Geldmagnet werden, ist dort aktuell ein Workshop. Und deswegen, weil diese Technik auch angewendet wird und ich denke, es ist ganz gut zu wissen, was du denn dann da machst, wenn du da mitmachst, möchte ich dir das nochmal tiefergehend erklären. Also wie läuft so eine Theta-Session ab, wenn ich mit jemandem arbeite? Das läuft so ab, dass du gar nichts machen musst, sondern du kannst dich dabei einfach entspannen, entweder die schöne Musik auflegen oder keine Musik und einfach nur dann das ganze Video durchlaufen lassen von vorne bis hinten, während ich dann im Alpha-Theta-Zustand für dich arbeite. Und ich werde dann einfach mich über mein Herz verbinden mit der Urquelle des höchsten und reinsten Seins, also mit der geistigen Welt. Aber ich arbeite eben nur über die allerhöchste Ebene und bitte dann zu einem bestimmten Thema um Informationen, um ein Heilungsreading zu deinem höchsten und besten Wohl auf die liebevollste und lichtvollste Art und Weise. Und dann wird es mir auch schon angezeigt. Dann bekomme ich Bilder, dann bekomme ich Gefühle, dann bekomme ich Impulse, was ich tun kann, wie ich energetisch arbeiten kann, damit sich das Thema einfach dann auch verändert und zum Positiven wandeln kann. Und darum geht es eben, wenn ich dann im Alpha-Theta-Zustand bin. Und das kann manchmal so 20 Minuten dauern, das kann aber auch länger dauern. Und wenn ich für Gruppen dabei arbeite, ist es so, dass ich dann einen Avatar in der Regel angezeigt bekomme für die Gruppe und dann eben die Impulse und die Anleitung bekomme, was denn da zu tun ist. Wenn ich jetzt einzeln für Personen arbeite, ist es so, dass ich dann auch mehrere Ebenen anschauen kann. Ne? Dann kann ich mir zum Beispiel ganz explizit die Ahnenlinie väterlicherseits oder die Ahnenlinie mütterlicherseits, die eigene Zeitlinie, die körperliche Ebene oder auch zum Beispiel Einstellungen vom Hormonhaushalt oder noch viele, viele andere Sachen anschauen und eben viel, viel differenzierter. Darum geht es dann insgesamt dabei. Ja, das ist das, was wichtig ist zu wissen. Und ja, wenn du magst, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Theta-Technik ist eine sehr, sehr hilfreiche Technik und ich habe es jetzt schon sehr, sehr oft erlebt bei Klientinnen, dass dadurch wirklich die Energien wieder in Fluss gekommen sind. Man kann nämlich zum Beispiel auch Fremdenergien dann auflösen, die man nicht unbedingt zum Beispiel jetzt mit EFT drankommt. Das ist manchmal eben schwierig. Und deswegen habe ich einfach nochmal die Ausbildung zum Theta gemacht, beziehungsweise zur Heilerin und da war eben Theta-Technik ein Teil davon. Genau, ja, das wollte ich dir heute noch mit auf den Weg geben. Wenn du Fragen zum Theta hast, dann schreib sie mir sehr, sehr gerne. Aber das Einfachste ist wirklich, sich das mal zu gönnen, ne? Also wirklich bei meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen und meine Theta-Session dort auszuprobieren. Ich werde den YouTube-Kanal unten in der Beschreibung für den Podcast hier verlinken. Und dann kannst du es einfach mal testen. Du bist herzlich eingeladen. Und ich freue mich wirklich, wenn wir uns im nächsten Podcast wieder hören. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.